Hallo, hier ist der Krim mit einem neuen Let's Play aus Assassin's Creed Unity. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich in der Rüstkammer. Und zwar habe ich vier Fragmente gesammelt und habe somit die Möglichkeit, die erste Tür zu öffnen, um die sogenannte Nostradamus-Scheibe zu bekommen. Die Tür rechts öffnet sich. Und wie ihr sehen könnt, gibt es da wohl auch noch mehr zu tun. Und zwar, Entschuldigung, dass ich nochmal zurückgehe, aber wie gesagt, da geht man einfach rauf und dann öffnet sich die Tür. So, ja, wie ihr sehen könnt, da sind vier so eine Pfeiler. Und ja, im Prinzip geht es dann darum, wie ich vermute, da sind jetzt vier Zeichen im Fußboden, dass ich wahrscheinlich an diesen Pfeilern das richtige Zeichen passend zu dem Symbol am Fußboden machen soll, sprich drehen soll, hindrehen soll. Und ja, in dem Pfeiler scheint irgendwie nicht das richtige Symbol passend zu dem Fußboden zu sein. Warum jetzt auch gerade immer? Ja, tut mir gerade leid, Leute, weil, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass das passt. Aber wie ich gerade so entdecke, sind die passenden Symbole an der Wand mit den passenden Symbolen und den drehbaren Kreuzen bzw. Stützen, je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte. Jetzt muss ich nur gerade den richtigen finden und ja, dann geht's mal weiter. So, wieder weitergedreht, geguckt, ob es passt. Nein, passt irgendwie nicht. So, nochmal eins weitergedreht. Und nochmal eins weitergedreht. Und ich hoffe mal, dass es jetzt passt. Aber irgendwie immer noch nicht. Irgendwas habe ich jetzt gerade eindeutig übersehen, beziehungsweise falsch gemacht. Keins der Symbole passt auf das an der Wand. Beziehungsweise passend zu dem Symbol an der Wand. Schauen wir einfach mal nach und mal gucken, ob ich ein passendes finde. Aber selbst an diesen Stützen beziehungsweise drehbaren Pfeilern ist irgendwie auch nichts Passendes. Ja, wenn man jetzt besser wüsste oder genauer wüsste, was man machen darf, dann wäre das vielleicht ja, funktioneller, sprich, dann wird es ein bisschen flotter vonstatten gehen, aber irgendwie stehe ich gerade ein Ticken auf dem Schlauch, weil ich habe jetzt ernsthaft gedacht, dass man einfach die Symbole auf der Wand mit denen an dem Stützen, also sprich, dass die Symbole an der Wand die Symbole an der Stütze und an dem Fußboden spiegeln und dass das einfach dann so hingedreht wird, dass es passen soll, aber leider tut es das gerade nicht. So, jetzt habe ich auch noch ein bisschen Einkommen wieder in dem Café bekommen. Irgendwann mal wieder abholen, mal schauen. Ja, irgendwas habe ich gerade eindeutig gesehen, übersehen, nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Mehrere Symbole. Oh, ja, wie man gerade sieht, da ist ein Symbol mit einer Schleife und da ist das mit dem Teufelzacken. Und ich habe irgendwie gerade versucht, das mit dem Schleifensymbol dort auf dem Fußboden verwechselt und somit versucht, das dann damit zu verbinden, was natürlich überhaupt nicht klappt, weil man muss natürlich das Passende, wenn man den Schwanz hat, dann sollte man nicht unbedingt die Schleife nehmen und von daher mal schauen, ob es jetzt passt. So, gedreht und drehen. So. Okay. Jetzt passt das Symbol mit der Wand überein, wie man sieht oder leicht sehen kann. Genau, passt überein. Jetzt muss ich gucken, wo ich dieses Symbol finde an der Wand. So. Da hinten befindet sich das, oder?
Nochmal angucken. Nein, da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Und hier auch nicht. Da auch nicht. Bin ich jetzt gerade blind oder einfach nur so? Da habe ich es gerade übersehen, wie ich merke, weil das Symbol ist ja hier ein bisschen schräg. Und ja, da habe ich nicht ganz genau wie hingeguckt. Zum zweiten Mal jetzt gerade bei diesem Rätsel. Und ja, wie man sehen kann, da ist es schräg. Und das bedeutet eigentlich, dass dort das Symbol jetzt passenderweise ist. Genau. Ja, da ist das. Okay. Sprich, jetzt muss ich nur das passende Symbol an dem Pfeiler finden. Und dann diesen so hindrehen, dass das passt. So. Und drehen. Und nochmal drehen. So. Stimmt's überein? Ich hoffe mal. Mal geguckt. So, wo finde ich dieses Wellen? Da ist das Wellenmuster. Und dann muss ich dieses Symbol jetzt an dem Pfeiler finden und hindrehen. Gut. Da ist es nicht. Diese leicht dunklen Stellen sind nicht unbedingt immer so schön, wenn man es dann nicht ganz genau erkennen kann. Sprich drehen. So, nochmal. So, mal kontrollieren, ob es passt. Nein. Wahrscheinlich doch noch einen weiter drehen, oder? Ja. Genau, dann nochmal einen weiter drehen. So. Das sieht doch schon eindeutig besser aus. Sprich, passt. So, jetzt muss ich dieses, glaube ich, Stiersymbol finden. Ich kenne mich absolut nicht mit diesen Tierkreiszeichen aus und den dazugehörigen Sternbildern. Also von daher, also das ist echt nicht mein Metier. So. Mal gucken, immer noch nicht. Nein, da auch wieder nicht. Da auch nicht. Das sieht so aus. Ein Kreis mit Hörnern im Prinzip. Da ist das auch nicht. Bin doch nicht blöde jetzt. Habe ich es echt übersehen? So. Da ist da. Nein. 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 Immer noch nein. Und. Ah, da ist das. Ja, wie man gerade sieht. Hat mich wohl ein bisschen der Schein verwirrt, weil wenn man von hier guckt, sieht das eher aus wie so ein Halbkreis, beziehungsweise eben nicht wie ein kompletter Kreis unten da, durch diese Spiegelung. Und deswegen habe ich gedacht, dass das Symbol nicht passt. So, dann wollen wir mal das hindrehen. Und los geht's. Oh, da hat sich jetzt was geöffnet. Und da muss ich jetzt hoch. Nee, das klappt wieder nicht so ganz. Nein, hier geht es auch nicht hoch. Mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt da hochgehe. Aha. Okay. So, jetzt darüber wohl. Das erinnert mich doch stark an die alten Teile, wo diese Rätsel immer gewesen sind. So, abstoßen, RT und A. Oh, hat funktioniert. So, das gleiche nochmal. Hat auch gepasst. So, jetzt muss ich wohl da hoch, genau. So, jetzt dahin. Und dahin. Und jetzt so ein Tick runter. Genau. Na, willst du? Nein! Shit. Das war jetzt gar nicht geplant. Sprich, da wollte ich, so weit runter wollte ich nicht. Jetzt muss ich nochmal anfangen. So, da jetzt rüber, genau, jetzt dahin, Ticken runter, genau, dann dahin,
So, genau, wieder abstoßen. Und das Ganze nochmal. Genau. Und jetzt wieder da hoch. Genau. So, dann darüber. Genau, und jetzt runter. Jetzt hat es funktioniert. So, dann wieder abstoßen. Und da wieder rüber. Genau. So, dahin. Nein, da will ich nicht hin. Zurück, genau. Rein runter. So, wo jetzt hin? Ah, genau. Dahin und. Ha! Ich bin oben angekommen. So, jetzt muss ich wohl diesen Hebel betätigen. Oder man muss diesen Hebel betätigen, sagen wir es mal so. Und das Gitter öffnet sich. So, und wie man gesehen hat, hat sich diese Kammer da, dieses Stahlgerüst gerade gedreht, sprich, scheinbar hat sich dieses Schloss etwas entriegelt. Aber um das jetzt nun komplett zu machen, benötigt man ja leider noch zwei Tore, beziehungsweise zwei von diesen Türen. Mal gucken gehen. So. Ja. So sieht das aus. So, dahin, genau. Mal gucken. So, das ist die Cella Astri. Dazu benötigt man 10 Fragmente. Okay. So, und dann die Cella Vaporis und da benötigt man 18 Stück. Okay. Das bedeutet, ich muss jetzt noch ganze 14 Fragmente finden, da ich erst 4 habe. Okay. Ja, das war's im Prinzip auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß wie immer beim Nachspielen wünsche ich euch. Und ja, schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder was eben nicht. Und ansonsten bis denne!